Nee, nee, so klappt das nicht. Also, wir brauchen einen Geldmacher-Helden. Select. Spielunki, da wäre schon mal einer. Jetzt wird der einzige. Flexibel. Goodie. Wir haben kein Gold. Wir würden aber gerne unsere Ausrüstung jetzt wieder so anpassen, dass wir. Nee. Dann ist das Wort okay. Nee, das hier nicht. Aber hier. Wir hätten gerne. Dashen ist okay. Wir hätten hier allerdings gerne das. Da hast du Blut. Hier hätten wir gerne Blut. Und das ist okay. Ist jetzt also unsere alte Einstellung. Ja. Und jetzt bräuchten wir 4000 oder so Gold. Das wäre, wow, schick. Damit wir uns die Fliegen holen können. Weil eine Mischung aus Doppelsprung und Fliegen ist jetzt nicht so wirklich toll. Hops, hops. Nee, verfehlt. So, das wäre schon mal eine Drittel-Fliegenrune. Dann komm, hops und weg. Oh, hier ist ein Secret. Vault-Rune. Fürs Cape. Ja, das wäre dann der Fünffachsprung oder wie? Oh ja, ich muss mir überlegen, will ich wirklich die Fliegenrune haben, also Vierfachversion von der Fliegenrune, oder will ich nicht lieber überall Retaliation haben? Für jeden Schaden, den wir bekommen, bekommt der Gegner dann fünfmal so viel. Das wäre ja schon beinahe eine legitime Taktik, um ihn zu bekämpfen. Lass uns einfach verprügeln. Obwohl ich nicht weiß, ob es prozentual ist. Also jede Rune 100% zurück, was ganz schön überpowered wäre. Ja. Aber ja, müssen wir ausprobieren. Warum konntest du da durchschießen? Du bist ein kleiner Schummler, bist du doch. Klar. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Ein paar Truhen wären schick. Aber da unten sind ja welche. Sogar eine Menge. So, Truhe Nummer 1. Ching. Hier war eben noch ein Auge, genau. Ching, ching, ching. Oh, hallo. So wirklich will ich hier nicht hin. Mal ganz kurz reinschnuppern kann ich schaden. Vor allem, wenn hier so viele Kisten. Wow, ganz schön weit weggeschossen worden. Oh. Ich will aber nur an die Kiste bei den beiden Jungs da oben ran. Der Rest ist mir eigentlich schon fast egal. Au. Zumal die ja doch recht viel Schaden machen. So, und weg hier. Nehmen wir dich auch gleich mit. Und dich. Dann sind wir fast halb voll. Es klingt jetzt nicht so wirklich doll. Wahllose Zerstörung. Versuchen an die Kisten da unten jetzt ranzukommen. Oder ist das alles in der Hölle? Das wäre nicht so schön. Man sieht fast so aus, ne? Ja. Oh. Sing. Sing. Oh, au. Dass doppelt so weit zurückgestoßen werden, ist manchmal echt nervig. Mehr als nervig. Was zur Hölle? So, wir müssen jetzt hier aufräumen. Das klappt so nicht. Sind viel zu viele Gegner. Au.
So, einfach ein bisschen Kamikaze. Dann passt das schon. Gott verdammt mich. Ja. Zwei Fliegenruhen können uns jetzt schon. Oder Retaliation, eins von beiden. Sehr gut. Lebenspunkte. Mana. Oh, noch ein Hühnchen. Sehr schön. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, es gibt da noch ein paar Gebiete beim Blauen, wo wir hingucken könnten. Genau hier nämlich. Hm. Ja, ein Doom war's. Das waren nicht so viele Lebenspunkte. Aber vielleicht hier. Ja, oh, hier sind schon mal ein paar mehr Gegner. Drei, um genau zu sein. So, 3500 Gold. 700 Gold. Oh, du bist irgend so ein Boss, richtig. Ja, sehr schön. 4000 Gold. So, jetzt könnten wir noch links weitermachen. Schwusch. Schwusch. Oh. Oh, 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 oh. Wir sollten ein bisschen mehr mit diesen grünen Dingern arbeiten, auch wenn ich sie nicht mag, so. Oh. Und da oben ist ein Zombie, okay. Hm. Erstmal kurz gucken, was hier ist. Vielleicht kommen wir irgendwie anders auch da oben hin. Ah, das sind zwei Truhen, da wird der Boss gewesen sein. Keinen Schaden nehmen. Ja, okay. Und Bounty-Rune. Stimmt, die Runen müssen wir auch noch alle freischalten, theoretisch. Weil die ganzen 10% mehr Gold pro Rüstungsteil. Aber nee, jetzt nochmal grinden, fände ich übertrieben. Also der Boss war 20 Stufen über uns. Aber dann nähern wir uns jetzt auch schon relativ schnell dran. Ich glaube, der war 123 und wir sind 111. Nach dem Leben hier werden wir auch ziemlich hoch sein. Weil es halt nicht einer Schritte waren. So. Und nach diesem Leben werden wir uns eh fast alle Runen kaufen können. So, Lebenspunkte voll. Fast voll. Mana voll. Jetzt alles voll. Gold, 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 Gold. Das war unnötig. So. Das heißt, jetzt wagen wir uns in den Turm. Obwohl der eigentlich für so eine arme Spelunky viel zu schwer ist. Versuchen wir hier ein bisschen Gold zu machen. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Wir haben jetzt schon genug. Obwohl es bisher ganz schön gut läuft. Aber es ist halt immer Stimmungslage, ne? Wie gut man gerade drauf ist, wie lange man schon gespielt hat. Oh. Wie abgenutzt der Daumen schon ist. 10. So. Zank. Oh. Oh, da sind richtig viele Kisten. Ach, der andere Boss. Ja, schön. Kaching, kaching, kaching. Noch mehr Kisten. Richtig schick hier. Oh, oh. Du warst nicht so schick, das gebe ich zu. So, und rechts hier vorne ist auch noch eine Kiste. Da komme ich aber gar nicht hin, ne? Ah, jo. Nee. Hund, komm. Nee. So. Ja, genau, hier rund. Und hier ist definitiv keine Kiste. Ja, weg. Also wir müssen ganz außen irgendwie einmal rum. Oh. Jedes Mal, wenn ich die Hunde nicht irgendwie durch den Zauber umbringe, würgen die mir einen Schadenspunkt ein. Das ist Hammer.
Hops. Hallo Weihnachtsmann. Aber eigentlich wollte ich doch zu einer ganz anderen Kiste kommen. Und da geht's gar nicht hier lang. Ja, okay. Oh, falsch. Wir sind kein Zwerg. Dich können wir ignorieren. So, runter, 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 runter. Und Teleporter dahin und nach links gucken. Oh, das ist ja gar nicht Maya. Das ist ja Newbie-Gebiet. Aber da ist noch eine Kiste. Und wenn da eine Kiste ist, dann schnetzen wir uns daran durch. So. 8000 Gold. Sehr schön. Kaputt, 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 kaputt. So, Karte sagt, links ist irgendwas, nur keine Kiste. Braucht man nicht. Also, zurück, zurück. Wir müssen in den Turm. Der war nicht hier. Ah, das waren die Halbbosse. Ich glaube, die probiere ich mal. Wir sind hier eh gerade recht risikofreudig. Oh. Und Kohle und Truhe. Was hast du denn? Noch mehr Gold. Ja, 10.000 Münzen müssen auf jeden Fall reichen, um die Runen, die wir für den Boss brauchen, freizuschalten. Also, raus hier. Ab in die Hölle und möglichst ehrenvoll, / beutereich sterben. Ja. Runter. Runter. Wieder ein Cheater-Magier durch Wände schießt. Au. Ich glaube, im Sterben geht schneller als gedacht. Ja, Sir Fulop der Dritte. Eine Reihe. Zwei Reihen und ein bisschen was. Naja. Jetzt mache ich aber einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge rüsten wir uns dann aus und bringen den Endboss wirklich um. Hoffentlich. Also bis gleich.